Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu Thorn der Druiden in Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr dabei seid und danke an alle, die meine Projekte bis jetzt immer die supporten, die liken, die kommentieren. Hi Tom, es lief nicht wie geplant. Hi Tom! Kannst du mir dabei helfen, Haitham aufzufinden? Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich bringe eine Auswahl an Waren aus Irland. Also sofern meine Schiffe anlegen können. Azar, wie ich sehe, hast du Eivor Wolfsmal schon getroffen. Ah, du bist also Eivor. Tatsächlich habe ich eine Nachricht aus Irland für dich. Ich kenne dort niemanden. Der Brief ist vom König Düflins. Leider scheine ich ihn verlegt zu haben. Der König Düflins? Warum sollte mir dieser schreiben? Er wünscht, den Handel nach Englerland auszuweiten. Zu diesem Zweck bringe ich die Waren. Azar ist aus dem Osten, lebt aber nun in Irland. In Sachen Handel sollte dein König sich aber eher an Randvi wenden. Er meint aber Eivor zu kennen. Er bat mich, dich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Ich kenne keinen König in Irland und reise sicherlich nicht dorthin. Doch zuerst musst du einen Handelsposten einrichten, Azar. Wo ist überhaupt dein Handelsschiff? Ja, das ist eine unglückliche Sache. Sehr besorgniserregend. Konkurrenten haben den Fluss und somit meine Waren abgeriegelt. Eine Flusssperre schadet ganz Hrefnatorp. Bleib hier. Ich beseitige sie. Wie du siehst, ist Eivor ein Mann der Tat. Komm nachher zu mir, wenn der Fluss wieder frei ist. Natürlich, mein Freund. Ich danke dir. Und ich suche derweil den Brief des Königs. Du bestehst darauf, dass ich einen irischen König kenne. Dem ist nicht so. Welcher König sendet mir da nur einen Brief aus Irland? Ich vertraue dir nicht. Das auch nicht. Ich vertraue ja nicht. So, wo muss ich hin? So, warte mal ganz kurz. Okay. Dahin. Gut, dann machen wir mal hier eine Reise. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich doch ungarantiert tot, oder? Oh ja! Fische aus der alten Kirche. Kacke. Gut, da wollte ich jetzt eigentlich in die Kirche, will ich jetzt eigentlich. Okay. Ist hier jemand? Okay, gut, das gucken wir uns dann jetzt doch mal an. Denn das interessiert mich dann jetzt doch mal. Fetzen und Lumpen für die Ratten. Was in den Trümmern liegt, kann eines Tages neu erbaut werden. Hart wie Stein. Dieser Gestank. Du, untersteh dich. Kulans Thron gehört nur dem einzig wahren Dornenkönig. Der Thron aus Schlamm und Exkrementen? Zeige dich, wenn du mir ansprichst. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann zeig dich. Wir erwarten den Herrn von Kuland, Eindringling. Geh oder stirb. Ich gehe nirgendwo hin, ehe ihr Feiglinge nicht eure hässlichen Fratzen zeigt. Unverschämtes Wiesel! Tötet den Thronräuber! Kulan gehört uns! Was zur Hölle? Ich lass dich blühen. Ich muss hier mal den Hexer. Wir kämpfen bis zum letzten Landkönigreich! Hirnlos, gottlos! Lass die Liste kommen! Niemand entweiht diesen heiligen Thron! Und das ist eines abwesenden Königs. Erbärmlich.
Okay, gut. Tor verleiht mir Kraft. Nur gut. Dann gehen wir mal weiter und... Ich dachte mir, das kann ich auch machen. So. Gib dich zur Sichtsperre aus, zur Mündung der Snine wirst du fündig. An der Mündung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier ist die Sperre und sie muss weg. Okay. Brenne die Seesperre nieder. Nördliche Bauten zerstört, südliche Bauten zerstört. Okay. So, jetzt die große Frage. Mache ich jetzt hier einfach mal einen Überfall mit meinen Leuten? Warum nicht? In die Schlacht! Holen wir sie uns, Leute. Tötet sie alle! Wow. Jetzt eine große Frage. Wo brenne ich jetzt wie was hier? Ach, du auch noch hier. Zack. 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 Gut. So. Das ist vielleicht ein bisschen leichter. Das wird denen nicht gefallen. Okay, jetzt soll ich das südliche noch wieder dran. Warte mal. Das war's! Zurück zum Schiff! Oh, nee, 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 Leute, nicht zurück zum Schiff. Nee, Leute. Okay. Sind hier drüben überhaupt noch Feinde? Ja, ein paar.
Hallo? Gut. Wo haben wir denn hier noch was zu viel zu zerstören? Das Loch, das sollte genügen. Nee, hier fehlt noch was. Ja, was kann ich denn jetzt hier machen? Ey. So, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Was? Was? Ja, also. So, warte mal, los. Es sah aus, wie der Sache sind beseitigt. Der Fluss ist frei. Dann sehen wir mal, was es mit diesem König Düflens auf sich hat. Ah, okay, alles klar. Ich muss die Häuser niederbrennen. Okay, gut. So, wo ist jetzt da? Okay, dann rennen wir noch kurz rüber. Aber was für ein irischer König? Ich kenne keinen König in Irland. Ich habe von den Typen noch nie was gehört. Wer soll das überhaupt sein? Er sah, der Fluss ist frei, also abgesehen von ein paar Stöcken und Leichen. Deine Waren können durch. Dein Ruf kommt also nicht von ungefähr. Auch wenn ich nicht weiß, wieso du Wolfsmal heißt. Die Narbe an meinem Hals. Ah, mein Wikingername wäre dann Isar Einauge. Nun denn, meine Leute werden dir bei der Errichtung eines Handelspostens helfen, Einauge. Dann stehe ich zweifach in deiner Schuld.
Solltest du je deine Meinung zu Irland ändern, so findest du mich dann in meinem Handelsposten. Oh, und ich habe deinen Brief gefunden. Hier. Ich vertraue der Frau nicht und Kessel ist hier obendrein. Dem Hof des glorreichen Königs Dyfnes Barret Mac. Genau. Hallo Blut meines Blutes, erfreut dich diese Überraschung? Viele Winter ist es her, dass wir uns trennten. Ich hörte, dass wir uns nun beide auf dieser Seite des Englandschaffs befinden. Sicher bist du beschäftigt, aber darf ich mir dennoch ein Wiedersehen wünschen? Du könntest nebenbei die Geschäfte deines Clans ausbauen. Azar erweitert Düflins Handelsgebiet. Komm, ich freue mich auf deine Ankunft. Dein Vetter Barret. Hier, Barret. Mein Vetter Barret lebt und ist König von Düflin. Die Nornier wissen stets zu erfreuen. Okay, gut. Nee, will ich nicht. So. Das Abenteuer. Warte mal, was ist das mit den Göttern? Das will ich, aber... Gut, dann reden wir mal mit Azar. Bist du also bereit, nach Irland aufzubrechen? Du sagtest kein Wort darüber, dass der König mein Vetter ist. So war es höchst erbaulich, oder nicht? So ein kleines Rätsel. Ich weiß lieber, worum es geht, aber die Überraschung war sehr angenehm. Er will dich gern sehen. Sollen wir die Segel setzen? Ja, ich möchte jene Lande sehen. Und auch Barret. Flickenteppich aus Kleinkönigen, die sich um Hügel, Weiden und grüne Täler zanken. Meine Wahlinsel. Isar, wie kommt es, dass Barret so nordisch wie Gletschereis König von Düflin ist? Düflin ist eine Wikingerstadt. Und zudem kommen Händler und Bettler aus aller Welt, um in seinen Schlammstraßen herumzustolzieren. Seltsam, sich Barret als König einer Stadt vorzustellen. Es klingt nobler, als es in Wahrheit ist. Irland hat wirklich viele Könige. Sie sind überall, die Abfall. Und Barrets Thron ist nicht sicher. Flann Shinner hat es sagen. Wer ist das? Der baldige Hochkönig von ganz Irland. Flann misstraut den Nordleuten, obgleich er sie braucht. Barret wird einen Weg finden. Als Junge war er kein Kämpfer, und doch konnte er sich stets behaupten. Sicher ist es wahr, was du sagst. Sein Volk liebt ihn jedenfalls. Mal geil aus, ne? Deine Mannschaft kann hier unterkommen. Los, suchen wir Barret auf. Thank you.
Blut von meinem Blut. Sieh dich an. Du hast die Wangenknochen von Tante Rosta. Und du erst. In dir lebt noch immer der kleine Junge. Es ist einiges geschehen, seit wir den alten Gangrat mit Apfelresten bewarfen. Das hat er uns nie verziehen. Und Sigurd und der Clan? Wie ergeht es allen? Es gibt viel zu erzählen, aber lass mich erst deine irische Luft atmen. Danke, dass du meinen Hafen vor Brandstiftern bewahrt hast, während ich fort war. Meinen Hafen? Ja, alter Mann, ich kann auch ohne dich in meiner Stadt herrschen. Du hast eine gute Zeit gewählt, Eivor. Ich halte ein Fest zu Ehren meines Sohnes Siegfried ab. Er zählt nun 17 Sommer. Ein 17-jähriger Sohn. Und er ist ein recht schwieriger Junge. Komm, ich hab dir viel auf dem Weg zu meiner Feste zu zeigen. Die Königswürde, ein Sohn und eine Feste. Du hast wahrlich ein prächtiges Leben. Nun ja, es ist ein Holzhaus. Schön gearbeitet, sicher. Aber in Shiraz wäre es das Heim eines mittelmäßigen Teppichhändlers. Führe mich zur Holzhütte deines Knüpferkrämers, Barret. Ja, ich vertraue der Alten nicht. Immer diese kleinen Provokationen jetzt eben gerade von ihr. Sieh dir nur die Anleger an. Als Stadt ein Säugling, aber mit dem größten Hafen Irlands. Man weiß die irische Luft nicht zu schätzen, wenn man den Gestank des Hafens nicht ausgehalten hat. Mit der Stärke dieses Hafens will ich meine Königswürde sichern. Isai erzählte mir, dass dein Thron nicht auf festen Beinen steht. König Flan muss nur etwas überzeugt werden. Wenn Düflin ein riesiges Handelsnetz hat, bringt es Reichtum nach Irland. Sieht Flan das ein, sind mein Königstitel und noch der Kinder meiner Kinder gesichert. Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe schlimmere Namen für ihn. Hier verlasse ich euch. Verpasst das Fest mal nicht. Ich werde in Kürze dort sein. Was auch nicht, ich trau der nicht. Ich sag immer diese kleinen Provokationen da eben gerade, das ist... nein, ich trau ihr nicht. Barret, mächtiger König. Ife, dies ist mein Vetter Eivor. Zeig ihm den Bogen, den ich für ihn in Auftrag gab. Der ist für mich? Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk, probier ihn aus. Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Ich verspreche nichts ins Blaue. Ich will nur sehen, wie er in der Hand liegt. Aber sicher. Sieh meine Pfeile fliegen. Das werde ich. Und los. Wow, 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 wow. Ein guter Schuss. Ein wirklich schöner Bogen. Danke, Barret. Da verlässt du das Boot nach langer Seereise und schießt wahrlich meisterlich. Okay. So, warte mal aber ganz kurz jetzt. Bei dem Bogen hier. Bogen der Galgoidl. Überlegen, leichter Bogen. Okay, warte mal. Gut, der macht immer noch mehr Schaden. Okay, gut, wenn man natürlich so viele Pfeile hintereinander abschießt, ne? So, was kann ich denn? Kleine Rune des Zorns. Rune des Zorns. Die habe ich schon überall angebracht. Schade, warte mal. Plus 3 schwerer Schaden. Oh ja. So, warte mal, dann rüste ich doch jetzt den einfach mal aus.
Das ist doch jetzt der Bogen, den ich jetzt von ihr gerade bekommen habe, ne? Oder? Oder ist das der Bogen? Was ist gar nicht. Ne, das der muss neu. Der ist ja neu, also. So, warte mal. Gut gemacht. Warte mal. Ist das ein Gotteshaus? Ja, das Christus ist er. Christus eigene Kirche. Irland ist nun vor allem christlich und Dufflin ebenso. Viele Nordleute knabbern Oblaten. Du gibst denen einen Platz. Uns. Auch ich habe einen Platz im Haus Christi. Genau wie in der Halle Thors. Solange ein Gott mich beschützt, habe ich einen Altar für ihn. Ich habe diese Stadt aus Trümmern erbaut. Vor 20 Jahren wurden wir Nordleute besiegt. Die Iren übten Rache und plünderten Dufflin. Esar sagte, dies sei eine Wikingerstadt. Von Nordleuten gegründet und von mir gesund gepflegt. Als ich König wurde, war ich König einer Schlammgrube. Willkommen. Dort vorn ist es. Mein Heim. Ich bedauere nur, dass meine Mutter und meine Frau dich nicht begrüßen können. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Hey, Barrett, sei gegrüßt. Da sind wir. Geh nur, vergnüge dich. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. Ach, sie ist auch schon da. Gut, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein feines Fest, nicht wahr? Und wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.